Ja, moin moin und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Wir haben eine neue Woche mit dem Epigonchi und spielen mal wieder eine Runde 7 Days to Die. So, wir werden nach Hause erstmal. Ich werde mir, also es ist eine ganz schöne Ecke, ich werde mir, glaube ich, jetzt nochmal eigentlich ein Beet anlegen, mal. Ich will mal für Essen sorgen. Hier hatten wir ja soweit alles gelootet. Das ist ja schon ein paar Tage her. Fahren wir hier lang. Ich überlege gerade, warum sind hier schon wieder Zombies? Könnten eigentlich noch ein bisschen Batterien und so mitnehmen. Warte mal. Huch. Falsch. Zack. Wo ich das Press gerade sehe, da muss ich aufpassen, dass ich auch mal das Press nicht immer gleich scrappe. Da wurde ich jetzt. What? Da habe ich jetzt die Reifen gewechselt. Das ist gefährlich. Dass ich das nicht mehr gleich scrappe, da wurde ich jetzt schon ein, zwei Mal etwas. Sind die alle gespawnt? Also neu. Respawn sozusagen. Dann können wir ja nochmal ein bisschen Spaß mit den Zombies haben. Gucken wir gleich mal. Lag. Ich hoffe, Ton ist synchron. Ich hatte eben den Test noch vorher gemacht. Da war es. Einmal kurz. Sind ja ein paar. Wo kommt der denn her? Du warst aber doch eben nicht da, oder? Mein Freund? War zu weit weg. Nee, da ist keiner. So. Zack, alles klar. So, da kommen die nächsten. Da sind auch noch ein paar. Dass die jetzt immer so langsam durch die Zombies laufen, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Komm her. Okay, hier sieht man so wenig, deswegen bin ich ein bisschen nervös, dass hier so wie eben mit mal wieder einer spawnt. Das hört sich so an, als wären die alle schön brav oben. Was hatten wir da drin gelassen? Oh, komm. Wenn wir Platz haben, nehmen wir das mit. Oh, keine Batterie oder so. Schade eigentlich. Da ist alles schick. Aber einen schönen 600er Stock. Ist mir irgendwie noch gar nicht so. Komm. Bis ihr unten seid, ne? Ich schnüre alle Berge. Deswegen werden wir mal weiter düsen hier. So, das ist ein Auto, das lohnt sich doch. Das sah jetzt aus wie nur ein Gerüst. Oh, untouched. Dabei sind wir nur vorbeigefahren. Das nehmen wir mit. Muni brauchen wir immer. Honig wäre mal cool, ne? Oder Antibiotikum. Oder beides, bin ich mir eigentlich sicher, haben wir zu Hause. Aber bis wir zu Hause sind, sind auch noch ein paar Meter. So, unserem Beet hätte echt mal was. Moin! Jetzt müsste ich die Taste fürs Hupen nochmal wissen. Das finde ich eigentlich mal ganz witzig. Moin! Die sind aber spät gespawnt. Aber die nehmen wir natürlich mit. Gucken, ob Shotgun hier noch ein bisschen hält. Ach, nachladen, ja, genau. So, wir wollen ja ein bisschen skillen. Morgen kommen die Hunde, fällt mir gerade ein. Könnte man eigentlich ein Beet
Speed platzieren. Die sind ja meistens zu Hause, wenn die Hunde kommen. Wobei jetzt, ich hatte jetzt zwei Spielstände. Einmal mit dem Omme. Bist du mir echt gefolgt? Wie lange folgst du mir denn? Einmal mit dem Omme und einmal auf dem Community-Server. Wo die Hunde echt keinen Bock hatten. Ist einmal gekommen. Ich glaube, die haben mittlerweile... Oder ich habe mich so oft beschwert, das kann natürlich auch sein. Dass sie jetzt sagen, okay, Gonchi. Du magst ja recht haben. Wir sind echt fies und wir sind overpowered ein bisschen. Okay, warum, ah, das kann sein, dass wir hier vorbeigefahren sind. Ja, ich erinnere mich dunkel. Wir sind ein bisschen... Oh, guck mal wieder. Die Hälfte untouched. Die andere Hälfte nicht. Das wundert mich wieder ein bisschen. 142er. Das werden wir, glaube ich, besser haben. Guck mal, das ist empty, empty, empty. Vielleicht haben wir es auch einfach übersehen. Ich weiß es nicht. Komm, scrappen. Scrap. Scrap. Oh Mann, da gibt es wahrscheinlich gleich wieder Kommentare. Hättest du doch gucken können, was deine Shotgun für eine Quali hat. Die ist doch so weit runter. Ah. Ich sehe das aber nicht so. Die 10 Quali kommt jetzt auch nicht an. So. Ein Fernseher, okay. Ja, so ein eingebauter Fernseher im Auto. Hat er ja auch was. Mir ist nochmal so kurz vor der Aufnahme, ist mir nochmal aufgefallen. Ich habe vor 2 Wochen, habe ich erst mich bedankt, dass ich die 300 Abonnenten geknackt habe. Und wir sind jetzt bei sage und schreibe 350 circa, muss man ja immer sagen. Kommt ja darauf an, wann man das Video guckt, ne? Und wann ich das aufnehme und wann es hochgeladen wird und so weiter. Da ist echt Bewegung reingekommen, das freut mich riesig. Natürlich nicht ganz ungeschuldete Minias, der einen Host auf Twitch da gelassen hatte. Und auch Twitch macht mir momentan so riesen Spaß. Wir sind echt eine tolle Community. Gerade Seven Days to Die, wie wir da zusammen zocken und auch die Zuschauer in den Kommentaren. Jetzt auch neu mit Münzsystem habe ich jetzt eingerichtet übers Wochenende, also quasi brandneu. Und ja, Twitch ist sehr cool. Ich bin auch so ein bisschen am Überlegen, wie ich das so ein bisschen noch besser miteinander verbinden kann, weil ich würde eigentlich... Warte mal. Ich würde eigentlich gerne noch mal ein bisschen mehr streamen. Ah, okay. Hier sind wir. Alles klar. Ja, wir fahren nicht durchs Verbot. Wir fahren hier oben links. Alles klar. Nehmen wir noch ein Auto mit? Meinte ich nicht. Ich habe immer noch keine Batterie oder Motor. Zombies dürften ja hier eventuell nicht sein. Naja, okay. Doch. Relativ voll. Wie ich das organisiere auf Twitch und YouTube. Ich bringe eigentlich, also ich bringe jeden Tag auf YouTube ein Video. Würde eigentlich auch noch ein bisschen mehr streamen. Mir fehlt so ein bisschen die Zeit. Ich sag mal, bisher habe ich es ja auch hinbekommen, mehr als einmal die Woche, im Schnitt zumindest, mit der Community auch zu zocken. Also meistens hat mir der Donnerstag hat ja eigentlich immer geklappt. Boah, da sind die schon. Der Donnerstag hat immer geklappt und meistens haben wir ja irgendwie auch am Wochenende nochmal gezockt. Ich weiß es noch nicht. Ob ich das nochmal irgendwie umorganisiere, ob ich vielleicht das Let's Play auf eine Folge die Woche lasse. Eine. Auf 3. Aber ich fände es dann eigentlich tatsächlich ein bisschen wenig. Also wenn dann, also ich, seitdem mein YouTube-Kanal da ist, gibt es jeden Tag halt eine Folge. Also es gab, bin ich jetzt der Meinung, wir haben Motor, bin ich der Meinung, noch nie einen Tag, wo es keine Folge gab. Ich kann mich nicht daran erinnern. Sogar häufig mal 2 Folgen. Und davon will ich eigentlich nicht abgehen. Aber... ich weiß es noch nicht. Vielleicht hat ja einer eine gute Idee, die irgendwie ein gutes Mittelmaß ist.
Und gut, klar, momentan ist sehr, sehr viel Selfies auf meinem Kanal ja sowieso. Da läuft aktuell dadurch. Ah ne, XCOM läuft noch. Oh, sorry, genau, XCOM läuft noch. Das darf ich hier wieder nicht scrappen. Warte mal, ich hab. Das brauchen wir nicht. Okay. Ich hätte sonst eine andere Idee noch gleich gehabt, aber so geht's ja auch. So, das brauchen wir nicht. Gucken, haben wir irgendwas doppelt? Nee, doch. Da. Der. Fernseher haben wir noch nicht. Die können wir eigentlich auch scrappen. Darf ich aber nicht. Ich muss mich mit dem Scrappen zurückhalten, wird mir gesagt. Da kommt auch noch einer, den holen wir uns auch gleich noch. Papier, sehr gut. Lift schon, kriegen wir irgendwie hin. So, jetzt nehmen wir die Autos erstmal auseinander. Aber es soll ja auch nicht eure Sorge sein. Nur, was ich natürlich total verhindern will, weil das hatte ich ja natürlich auch schon ein, zwei Mal gehört, dass natürlich meine Streamzeiten einfach aufgrund meiner beruflichen Situation natürlich relativ spät sind. Ich habe keinen Platz mehr, wenn ich einen Motor oder eine Batterie finde. Die haben halt gesagt, ich schaue halt gerne deine YouTube-Videos, weil ich dann höchstens mal am Wochenende, wenn du am Wochenende Streams dabei sein kannst. Schon. Aber alles Überlegungen, ne, die euch gegebenenfalls gar nicht interessieren. Weil ihr sagt, ja, ich guck das Let's Play. Und zwar das. Die ist doch gespawnt. Was ist denn los? Was soll ich noch sagen? Deswegen konzentrieren wir uns mal. Wieder aufs Spiel. Guck mal, brauchen wir gar nichts. Ich will auch nichts wegwerfen oder scrappen. Guck mal, die Taschen sind jetzt. Ach komm, wir fahren nach Hause. Die Taschen sind so brechend voll. Guck nochmal, ist das hier? Eine Tasche schon wieder. Naja. Da, das ist doch schon wieder. Der kommt darauf. Ja, obwohl, die sind jetzt vielleicht aus dem Haus rausgekommen oben. Den Schatz haben wir auch noch, den müssen wir uns auch noch holen. Aber der war natürlich im Blöden. Ich wollte auch hier links fahren. Naja. Der nämlich. Oder war es hier? Naja. Wir kommen schon nach Hause. Fahren wir halt hier links. So, nach meiner Aktion, wo ich über das Feuer gefahren bin, und das Minibike quasi mich instant getötet hat und ich es dann auch nicht wiedergefunden habe, fahre ich nur noch sehr gern oder ungern nicht über die Straße. Der Satz war jetzt ein bisschen kompliziert gebaut. Also Ende vom Lied, was ich erzählen wollte, ist, ich versuche mich auf die Straße zu konzentrieren. Und alle anderen Wege hier querfeldein zu meiden. Ich hoffe, dass mein Minibike, was ich jetzt habe, dadurch auch eine lange Haltbarkeit hat. Huhn, moin. Du hast Glück, meine Taschen sind sehr voll. Ja, in der Alpha 14, genau, noch eine Info. In der Alpha 14 spiele ich ja hier Nevis Game. Das wird wahrscheinlich in Alpha 15, auch wenn man die Map mitnehmen kann. Das haben die Funpimps ja sozusagen versprochen, dass man in der Alpha 15 alles, was man jetzt macht, auch mitnehmen kann. Das werde ich aber nicht machen. Ich werde nicht Nevis Game bleiben, außer alle sagen jetzt, doch, muss, wir wollen weiterhin Nevis Game sehen. Nevis Game ist nett, also ist wirklich nett, aber wenn du alles weißt, ich bin nicht so ein Spieler, der immer gerne alles weiß, ne? Also ich lese mir auch keine Lösungsbücher durch oder so, außer wenn ich irgendwelche Rätselspiele komme und irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden an irgendeiner kleinen Stelle nicht weiterkomme, dann mache ich das auch mal, aber ansonsten bin ich echt kein Lösungsbuchleser, sage ich jetzt mal, und so ist es ja, ne? Also ich kann mir hier alle Infos holen und wüsste, was hier so passiert. Warte mal, da komme ich.
komme ich da bestimmt nicht durch. Habe ich Footframes in der Tasche? Ne, habe ich im Bike. Komme ich da durch, ohne gepickt zu werden? Also, wenn ihr jetzt gerade so ein leichtes Rauschen im Hintergrund hört, das ist nicht mein möglicherweise schlechtes Mikro. Das ist das Wetter, was da gerade draußen völlig wilde Sau spielt. Denn weiß man ungefähr, wann ich die Folge gerade aufnehme. Ich bin gerade durch Twitch halt just in time. Ich nehme die Folge quasi gestern auf. So, wir hauen hier mal ein bisschen was rein. Wenn ich wüsste was. Duct Tape zum Beispiel. Joa. Ein Mining Helm. Guck mal, da haben wir noch den dritten. Oh, was für ein fetter Motor. Den könnten wir eigentlich... Motor, schön betont. Den hätten wir eigentlich auch austauschen können. Hab ich gerade einen Zombie gehört? Hallo? Hallo, hallo? No? Okay. Das spiegelt ja komisch da. Oh ne, sieht ordentlich aus. Das sah so unterbrochen aus da an der Stelle. So. Warte mal, wir hauen erstmal das, was wir... Ja. Okay, pass auf. Komm. Wenn hier eine Kreischel-Lady kommt, dann kommen wir da schon mit irgendwie klar. Lied. Lasse ich erstmal drin, dann haue ich die Fernseher rein. Da ist ganz viel Brass drin. Ohne Namen nennen zu wollen, ne? Wer hier mich drauf anspricht. Ja, Mann. Und, ja, gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. So, Gunpowder. Haben wir genug da? Sehr nice. Dann können wir hier auch wieder ein bisschen Shotguns herstellen. Sehr nice. 250. Dauert auch nur 5 Minuten. Naja. Was tut man nicht alles? So, dann haben wir hier Gunpowder. Dann, die können hier rein. Die können hier rein. Ja, Pistol. Federn, okay. Mhm. Die Münzen werden wir auch direkt einschmelzen. Und die Magnum Parts kommen her. Eigentlich könnte man die auch einschmelzen. Dup. Dat. 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 Stoff kommt hier nicht mit rein. Das kommt nämlich hier ein bisschen mit rein. Auch hier. Zack, zack. So, und ein Feld. Wir können ja schon mal nach oben machen. Mache ich die hier? Nee, Quatsch. Oh, sorry. Alle so. Gott. Na, ho. Ho. Achso, ja, okay. Ja, macht ja nichts. So, Essen, Essen, Essen. Zack. Wir brauchen... Zack. Gläser kommen rein. Hier, wie viel Gläser ich habe? Nicht normal. Also ich brauche keine Gläser mehr. Dann haben wir auch relativ viel Fleisch. Keine Eier. Schön. Den Dauerbrenner bringe ich jetzt nicht. So, dann einmal die. Dann nochmal. 100. Sehr nice. Dann ja, hauen wir uns das erstmal rein. Die Dosen können ja erstmal leer gefuttert werden. So, jetzt stehe ich natürlich so schön am Feuer, dass ich, dass mir schön warm wird. So, hier haben wir auch noch so eine. Zack. Habe ich natürlich schön darauf geachtet, dass die auch Flüssigkeit geben. Die ziehen es ab, alles klar. Warte mal, dann essen wir hier von 2. Und dann nochmal die andere, dann ist es so ein bisschen ausgeglichen. Gibt keine Wellness. Ah. Okay, kann ich nicht. Ja, okay, weil ich vollgefordert bin. Okay, achso, warte. Dann können wir die, zack, zack, hier wieder reinhauen. So, sind die Fernseher immer noch nicht. Hier. Dann hau ich mir da. Könnt nochmal ein bisschen Bugshot. Könnten wir mittlerweile echt viel machen. Der stackt auf 250, das heißt, wir machen 220. Zack, weil dann haben wir das ja voll.
Und ich würde jetzt eigentlich genau so lange warten, bis das da ist. Alles klar. Dann hauen wir die noch rein. Und dann bin ich echt am Überlegen, wo wir ein Feld hinmachen. Da? Da könnte man eigentlich, ne? Ich bin mir unsicher. Ui. Das donnert. Und das ist nicht im Spiel. Alter Schwede. Also. Es war irgendwie den ganzen Tag schon Gewitter oder Regen bei uns, zumindest angesagt. Oh, das ist ein bisschen eng hier. Und es kam die ganze Zeit nicht. Und jetzt abends, wenn ich spielen möchte, geht das los. Naja, gut. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Riesenproblem, wo man sagt, das Video kann man ja gar nicht gucken. Ich hoffe nur, dass das mit der Synchronität passt. Hallo. Habe ich kein Holz mehr, oder? Hä? Lass dich preppen. So, du noch. Und mehr Spikes müssen wir natürlich auch noch für die kommende Horde aufbauen. Ich war ja bei der letzten ein bisschen erschrocken. Die war echt böse. Mal die Steine nehmen wir weg. So, dann könnte man rein theoretisch hier vielleicht ein Beet. Na, Lecky? Hier ein Beet hinmachen, oder? Ich guck mal einmal. Nehmen das mal ein bisschen weg. Eigentlich ja. Ich finde das ganz nett hier. Dann hau ich hier einfach dahinter noch die reinen Spikes hin. Ich bin der Meinung, es gab ja mal, beziehungsweise ich war ja noch nie so der Riesengärtner, ne? Aber ich bin der Meinung, es gab mal die Zeit, wo man extra Zäune gebaut hatte für den Garten, weil die Zombies die Ernte kaputt gemacht haben, wenn die da durchlaufen. Ich glaub, bin der Meinung, und da hatte ich auch einen meinen Zuschauer, auch Community-Mitspieler Gundam gefragt. Ich glaube, ich hatte die Frage gestellt. Also da habe ich im Zweifel einen Schuldigen. Und dann wird er bestimmt sagen, nein, das habe ich nie gesagt. Aber ich bin mir doch relativ sicher, dass sie es nicht mehr machen. Ich weiß nicht seit wann, aber ich glaube, sie machen es nicht mehr. So, und ich bin hier Rasenmäher. Bin ich sonst nie? Höchstens mal zu Beginn, wenn, oder seitdem die Alpha 14 draußen ist. Weil man das Zeug ja braucht für die Quests. Das reicht eigentlich auch. Ja, nice. Dann können wir hier ein bisschen mit der Hoe arbeiten, ne? So, warte mal. Die ist jetzt fertig. Na, das ist doch Timing. So, komm mal ran hier. Ach, falsche Tasse. Ja, ich bin es halt nicht gewohnt. Daneben müssen wir auch noch eine Reihe hinkriegen. Wenn man nur 1-2 macht, dann sieht man das optisch kaum. Ich mach dich mal so weg. Komm, bist du weg. So, ich will nur mal die andere anfangen. Ja, passt wunderbar. Sehr gut. Dann kriegen wir hier schön 2 Reihen hin. Sehr nice. Jo, sehr gut. Gut. Wir sind am Ende einer Folge angekommen. Ich mache hier noch ein kleines bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise morgen, 15.30 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt und vor allem, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Würde mich freuen. Also, bis dann. Euer LP Gonchi. Tschüss.